Helene Fischer verbittert, deshalb hasst Thomas Seitel besonders Louis von C. Seit Helene sich entschieden hat, das Musical-Projekt Vamos a Marte zu drehen, ist sie bei Thomas Seitel oft nicht zu Hause. Der Tag hat 24 Stunden, die Person neben ihr ist Louis von C. Passiert etwas zwischen ihnen? Helene Fischer und Louis von C. haben sich nicht nur beruflich angenähert, sie sind sogar die besten Freunde geworden. Seit 2018 kennen sich die berühmte Schlagersängerin und der lateinamerikanische Chartstimme Louis von C. schon. Seitdem verbindet sie weit mehr als die Liebe zur Musik. Spätestens seit Vamos a Marte, derzeit Helenes Comeback-Hit mit Louis, war klar, die beiden sind auf einer Wellenlänge und schwärmen geradezu voneinander. Doch über Helenes ach so wunderbaren Freund, kommt jetzt eine bittere Wahrheit ans Licht. Die Ex-Frau des charmanten Latinos packt jetzt über den hoffnungslosen Romantiker im spanischen TV in der Show Telemundo aus. Mit Adamarie Lopez war Louis 4 Jahre verheiratet. Als ich Krebs hatte und in einer Depression versank, war ich sicher, dass mein Mann mich liebte und mir helfen würde. Das war mein Fehler. Er hat mich verlassen, so erzählt die enttäuschte Ex-Frau. Gerade ist ihr neuester Hit Vamos a Marte erschienen. Zusammen mit Louis von C. stürmte Helene Fischer direkt die Charts. Dabei beweist sie neben ihrer ohnehin bekannten Stimmgewalt auch Sprachtalent. Auf Spanisch singt sie von Liebe, Urlaub und sehr viel Hitze. Kein Wunder, dass dieser Song zu einem der Sommerhits Deutschlands wurde. Verantwortlich dafür dürfte unter anderem Chris Kronauer sein, der maßgeblich daran beteiligt war. Auf die Frage, ob er denn die Gelegenheit hatte, Helene persönlich kennenzulernen, antwortet er sehr knapp und sehr schnell, ja. Das könnte nach Spannungen klingen, wäre da nicht die nächste Frage gewesen. Wie sie so sei, wollte man wissen. Daraufhin geriet der 25-Jährige ins Schwärmen. Helene Fischer ist nett, also beste Frau, erzählt der Sänger. Beste Frau also, was dazu wohl Vanessa mal sagen wird? Doch auch über sie verliert er nur lobende Worte. Helenes und Vanessas Erfolg sei nicht unbegründet. Bei so einer Art von Künstler, die schon so erfolgreich sind, hat das immer seinen Grund, dass die da sind, wo sie sind. Die beiden Frauen traten 2017 gemeinsam bei der Helene Fischer Show auf und lieferten einen stimmgewaltigen und choreografiestarken Auftritt ab, bei dem die Fans ausrasteten. Von Konkurrenzdenken ist hier also nicht die Rede. Weiter gibt Chris Kronauer über Helene Fischers Art zu, super nett, super professionell. Sie wisse sehr klar, was sie wolle, so der Sänger. Für ihn als Nachwuchstalent und ehemaliger DSDS-Teilnehmer war es eine Ehre, mit ihr zusammenzuarbeiten, schließlich sei sie durch uns durch ein Pro. Ganz so erfolgreich wie Helene Fischer ist Chris Kronauer nicht, davon ist er noch weit entfernt. Einen Schritt Richtung Erfolg macht er nun mit seinem neuen Hit Ich lass dich nie mehr los, den er vor kurzem veröffentlicht hat.